Sie werden sagen zu dir, man huwa rabbuka. Wer ist dein Herr? Man huwa rabbuk. Ja, jetzt sagst du Allah. Aber im Qabr wird dein Herz sprechen müssen. Und wenn heute dein Herz gefüllt ist mit Autos, Frauen, Schönheit, ehrlichem Leben, ehrlichem Genuss, dann hast du Probleme im Grab. Wenn derjenige, der Allah heute nicht erkennt, und derjenige, der heute kein Bewusstsein hat über Allah subhanahu wa ta'ala, er wird nicht antworten können. Denn heute sagen viele die Muslime mit deren Zungen, viel, Allah ist mein Herr, Allah, Rabbi, ich liebe Allah. Aber unsere Taten beweisen das Gegenteil. Denn du liebst deine Freundin mehr als Allah. Denn du liebst deine Frau mehr als Allah. Denn du liebst dein Geschäft mehr als Allah. Der Beweis dafür, dass wir immer das diesseitige Leben bevorzugen. Wie oft haben wir das Gebet vernachlässigt wegen einer Frau, wegen einer Freundin, wegen einem Fußballspiel? Das ist ein Beweis, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig lieben oder überhaupt nicht lieben. Das ist nur eine Behauptung. Denn wenn du Allah liebst, du bevorzugst die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wird er fragen, ma huwa dinuk? Was ist dein Glauben? Viele sagen, und heute muss man fast wieder sagen, Islam. Okay, einfach, aber das ist einfach, weil ich bin ein Mensch, ich stehe gegenüber dir, ich kann da nichts tun. Aber im Qabr wird dein Herz widersprochen. Und die Gelehrten sagen, wenn derjenige nicht nach Islam gelebt hat, er kann nicht antworten im Grab. Du kannst nicht antworten im Grab.